Heute in dem Video schauen wir uns diese netten Lüfter hier an, die Silent Wings 4 in der 140 mm Variante von Be Quiet. Und was soll ich sagen, die Pure Wings 3, die ich vor kurzem erst hier hatte, die waren schon richtig gut und die werden wahrscheinlich nicht gerade schlechter abschneiden. Also vor allem die 140 mm Variante, die wird ordentlich Dampf hinten dran haben, auch von der Lautheit her. Deswegen schauen wir sie uns kurz im Close-Up an und dann hängen wir sie einfach mal an die Testbench und gucken mal, wie sie performen. Und ihr lasst erstmal gerne ein Like da und ein Abo und packt es mir rein in die Kommentare, was ihr von den Lüftern hier haltet. Wir schauen uns jetzt als erstes mal wieder die Verpackung an, beziehungsweise die technischen Daten. Da gehen wir doch erstmal direkt hier hin und da sehen wir schon das Wichtigste, was wir eigentlich brauchen. Ja, wir haben einen PWM-Anschluss, wir haben einen sehr hohen Druck, beziehungsweise Airflow, wir haben einen sehr, sehr geringen Geräuschpegel von 13,6 dB gerade mal und maximal 1100 Umdrehungen. Und das ist nicht wirklich viel. Vor allem die Lebensspanne von den Lüftern wird mit 300.000 Stunden angegeben. Das ist schon einiges. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal die Lüfter direkt an. Bevor wir jetzt uns aber tatsächlich die Lüfter anschauen, hier gibt es noch ein bisschen Zubehör, das mitgeliefert wird. Und das finde ich schon mal richtig cool bei den Lüftern. Als erstes haben wir hier logischerweise die Schrauben zum Befestigen der Lüfter. Was ich ein bisschen kritisch finde, ist, warum sind hier keine Weiße dabei? Das verstehe ich nicht. Alles ist weiß an den Lüftern, aber die Schrauben sind dann schwarz. Macht für mich gar keinen Sinn, ja. Also dann haben wir hier noch die extra Halterung, die wir quasi reinmachen können, wenn wir diese Halterung an den Lüftern an den Ecken anbringen. Ja, das heißt, wir können die tauschen. Da hat Be Quiet auf jeden Fall schon mal mitgedacht, dass wir die hier ein bisschen abändern können. Vor allem die Kabellänge von dem Lüfter, die ist auch schon sehr, sehr lang. Und was wir gleich sehen, wir haben hier auch so ein ummanteltes Kabel hier, beziehungsweise so ein bisschen gesleeved halt, ja. Und das ist schon verdammt cool bei den Lüftern. Jetzt gucken wir uns aber direkt mal den Lüfter hier an. Und hier sehen wir auch gleich die anderen Halterungen, die wir da normalerweise dran haben. Und die werden ganz easy peasy einfach hier gerade so draufgeklipst, beziehungsweise hier so reingedrückt und dann abgezogen. Also das ist ganz, ganz simpel gemacht. Ja, und von der Verarbeitung her, man sieht es halt einfach, ja, die sehen halt verdammt gut aus. Man sieht hier auch, dass die überarbeitet worden sind, allein schon von den Finnen hier und alles. Also da gibt es definitiv, also wer sich da irgendwie beschwert, also da weiß ich auch nicht mehr weiter. Das ist einfach top, das Ding. Ja, da sehen wir den Lüfter jetzt auch mal ein bisschen in Aktion und da muss ich zugeben, also wenn ich meine Hand hier hinten dran hebe, da merkt man definitiv, dass hier ordentlich Luft befördert wird. So, ich habe mein Mikrofon jetzt mal weggemacht. Ich gehe jetzt mal direkt hier dran mit der Cam und dann könnt ihr mal hören. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt einfach mal zum Fazit von den Lüftern. Und da muss ich sagen, bin ich mega überrascht gewesen. Oder was heißt überrascht? Also das war mir von vornherein schon klar, dass hier Top-Qualität wieder zum Einsatz kommt. Ich kann es nicht anders da ausdrücken. Be Quiet ist einfach gut. Und wenn jemand auf der Suche nach einem ordentlichen Whitebuild ist, kann er definitiv zu den Lüftern hier greifen. Die haben ordentlich Druck hinten dran. Ja, die sind verdammt leise. Preis-Leistung geht es eigentlich auch fit. Ja, also wenn ich mir da andere Hersteller angucke und so weiter und so fort und man kein RGB möchte, dann ist man hier, wie gesagt, gut bedient. Und ihr lasst hoffentlich gerne ein Like da, packt mir auch gerne einen Kommentar unten rein, was ihr von den Lüftern haltet oder ob ihr generell Be Quiet benutzt. Und wie gesagt, ihr könnt auch gerne mal ein Abo da lassen, damit der Kanal weiter wächst und dass ihr auch nichts mehr verpasst.